Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video, Operation Feuersturm, gemacht von mir. Deswegen findet ihr mich heute als Rolle des Sanitäters oder auch Sanitäters genannt. Ja, zusammen mit dem GQF-Clan wie üblich, der Johannes aka Ryan führt heute die Gruppe, zumindest meine Gruppe. Und ja, wir schauen mal, wie das Ganze entwickelt. Wir spielen mit der Bundeswehr-Mod, das ihr hier schon sicherlich gesehen habt, in den Bildschirm abgriffen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Hier nochmal vorneweg gemerkt, damit ich nicht überall den Hinweis hinsetzen muss, wenn ich Szenen übersprungen habe, ob im Kampf oder sonst was oder irgendwo, wo wir lange standen. Das wird dann natürlich sein. Spannende Szenen werde ich natürlich nicht herausschneiden. Werde ich das nicht nochmal extra vermerken, dann habe ich natürlich darauf geachtet, weil ich mir das Video natürlich nochmal vorher angeschaut habe und das Video ein bisschen gekürzt habe. Vielen Dank auch an euch, an Zuschauer, und wir wünschen euch nun viel Spaß beim Video. Bis bald. Tschüss. Trolli die 1, Tobi die 2, Michel die 3, ich die 4, Martin 5, Niklas 6. Check. Check. Mike, wollen so verstanden. Okay, so werden wir uns dann auch fortbewegen. Wenn ihr mal kurz die Karte aufmacht, da haben wir Positionen, ist erstmal auf Standby, bis Adler aufgeklärt hat. Unser Ziel ist erstmal, vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund, unser Ziel ist erstmal die Haubitze, die in Panagia positioniert ist. Die Aufklärung wird durch Adler erfolgen. Wenn wir da aufgeklärt haben, werden wir dann weitere Pläne machen. Erstmal werden wir uns dann auf Standby Mike 1 und 2 setzen. Da sind dann wir als Gruppe dabei und die Gruppe von Demnet, weil die noch ein bisschen angeschlagen ist. Mhm. Und danach werden wir dann wahrscheinlich frontal in die Stadt einreiten. Je nachdem, was dann die Aufklärung auch gegeben hat. Wir werden uns mit einem bewaffneten Striker fortbewegen. Was ist der Moment? Okay. Niklas und Trudy, nehmt euch mal bitte eine AT Rakete mit und packt die bitte mal in einen bewaffneten Striker. Die sind mit AT Raketen nochmal bewaffnet, das habe ich standardmäßig so gemacht. Okay, gut, dann können wir uns das sparen. Sorry. Und dann besetzen wir jetzt ein Fahrzeug. Funkkanal? Achso, Funkkanal müsste eigentlich bei allen eingestellt sein. Für das kleine Funkgerät ist es 356.5. Haben wir das alle? Okay. Jo. Müssen wir noch Rauch oder sowas mitnehmen, Hannes? Wir haben sonst keine Ausrüstungsmöglichkeit, wenn ich das so richtig vom Konzept verstanden habe. Doch, ja, noch schöne Demokratiegäste. Demokratiegäste sind noch Rauchgranaten, das habe ich noch reingefügt, um Granaten und auch für den Unterlaufgranatwerfer. Okay. Dann nimmt sich jeder bitte zwei rote und zwei grüne Rauchgranaten mit. Mike 1 und gelb und weiß. Achso, Mike 1. Okay, dann bitte nur, dann bitte einfach nur zwei weiße mitnehmen. Okay. Johannes, wir haben jeder zwei weiße. Und der Grenadier bitte auch zwei weiße für den Grenadier, ne? Jo. Und zwar ist es 3565. Mike 1. Okay, wir können machen. Links rum, jetzt bin ich verwirrt. Warte mal, stopp. Links rum? Danke, Michel. Ja, irgendwie. Ja, jemand hier, das sehr eilig hatte und musste uns überholen in der Ausfahrt. Ja. Sehr intelligent. Bestimmt dämmt jetzt seine Truppe. Vor allem fahren wir nicht in die falsche Richtung, wir fahren nicht nach Panaiga. Das werden sie auch gleich merken. Ups! Mike 1 hört. Ja. Warte, leise. Damit der Funk vor dem Tag zwischen Hannes. Dann bitte den hinteren beiden Fahrzeugen folgen. Kommen. Ich muss das kurze Funkgerät noch ein bisschen lauter machen. Ich bin voll, weil hier funkt, das, dadurch, dass er auch noch leckt, das ist übelst die Hölle. Oh ja. Weiter, länger. Das, dadurch, dass der Funk halt sowieso immer schon ein bisschen beschissener ist, dann auch noch dieses Lecken dazu. Wollen wir mit dem Fahrzeug in die Stadt fahren? Aktuell ist nicht so der Plan. Oh, Gott sei Dank. Aber das soll OPZ entscheiden. Was machen wir das. Okay. Bin ich schwarzfrei. Wollen fahren wir jetzt zu Fox 1? Alle Mann? Nein. Fahren wir aber gerade. Wir fahren aber zu Standby Mike. Ja, ich soll denen folgen, aber wir stehen jetzt bei Fox 1. Ja, natürlich, weil die zu Fox 1 gefahren sind. Ja, aber alle. Haben die drei? Alle, ja, deswegen sag ich ja, ich bin denen gefolgt, wie der Befehl war. Und jetzt stehen wir bei Fox 1. Also wir sind jetzt alle hier.
Ja, alle bei Fox 1. Da ist Trudi halt vorgefahren. Das darf halt nicht sein. Dann fahr du jetzt zu Standby, Mike, und dann hast du die Sache. Ich fahr überhaupt nicht. Dann auf Niklas, ist egal, bitte alle jetzt erstes weiter davon. Mach ich einfach quer übers Feld. Die Dinger sind darauf ausgelegt, alles okay. Ja, ja, deswegen sag. Sag gleich, Platten, verdammt! Nee, ich fahr extra vorsichtig. Ja, ich seh schon. Also ich kann die auch mit 100 drüber vereins. Johannes, bitte Befehl wiederholen. Bitte dem bewaffneten Zoller folgen, sodass die letzten drei Fahrzeuge sich jetzt bei Standby Mike 1 und Mike 2 sammeln können. Eine Bergfahrt, die macht Spaß, eine Bergfahrt, die ist lustig. Außer wenn Tobi fährt, habe ich ein bisschen Angst. Alter, Tobi! Mike 1 hört. Alles cool, ich hab mir gebannt, alles cool. Rauchen fügt Ihnen und Ihrem Mitmenschen erheblichen Schaden zu. Dafür beruhigt es mich. Gerade wenn Niklas und Trulli da hinten mit dem Auto unterwegs sind. Immer wenn ich Trudi, wechsel mal bitte mit Costa die Sicherungsposition und du wirst dann neuer Fahrer von dem ersten Zweiger. Okay, jetzt viel Feindbewegung, 348 Grad. Trudi, wo standest du? Hinten am zweiten Auto. Zu uns? Nee, eher Richtung Fox, würde ich sagen. Okay. Wie viele Leute sind das ungefähr? Ich würde sagen, vier sind aber jetzt wieder auf normaler Patrouille. Okay. Welcher Entfernung? Naja, so ist 900 Meter, 1000 Meter. Ja, okay, fest. Ja, also. Wir sind da noch ein bisschen diskrepant von der Taktik. Können wir bitte einfach einmal eine Ansage kriegen, wie wir das am besten machen? Oder willst du wirklich, dass wir das letzte zweite im Plan machen? Das wird auf jeden Fall länger dauern. Passt schon, das ist MG, ich kann das jetzt. So, jetzt bitte. Ja, ich würde halt Richtung Stadt vor der Stadt auf der Höhe absetzen. Das ist mit einem X markiert, ungefähr auf der Höhe absetzen und die Stadt zu Fuß erobern. Alles andere könnt ihr dann auf dem Weg, was außerhalb ist, bekämpfen, kriegt ihr eine Panzerfaust in eure Richtung gedreht, müsst ihr absitzen, so schnell wie möglich. Wir haben nicht viele bewaffnete Strider. Okay, so, sollen wir da einfach mit Fullspeed hinfahren? Zu der Position? Ja, ja, mit Fullspeed. Dass ihr da so schnell wie möglich hin seid. Das ist unser aktueller Vorteil gegen Infanterie, wir haben Geschwindigkeit. Wir müssen auch eine relativ große Strecke zurücksetzen. Ab einer gewissen Zeit kommt ja von links auch noch Fox 1 hineingestürzt. Die haben ja auch nochmal einen Typ-Nickel oben drauf. Plus Vollstärke. Wir haben aber nur ein Fahrzeug von drei Fahrzeugen, die wir jetzt besetzen müssen, ne? Um das so durchzuführen. Wir müssen jetzt drei Fahrzeuge zu der aktuellen mit X-Tarifierten Position schicken. Wer? Aber davon ist aber nur eins bewaffnet. Richtig. Okay, ja, gut, dann machen wir das. Macht das mit Vorsicht zu genießen. Solltet ihr RPG-Schützen finden, kriegen, was auch immer, verlasst ihr eher die Fahrzeuge, sucht euch im Feld der Deckung und bekämpft sie dann auf Distanz. Gut, hab verstanden. Was wollt ihr fragen? Ja. Habe ich Fahrzeugschützenfreigabe, also grün oder? Hannes? Mike 1 bereit. Was? Habe ich Feuerfreigabe? Ja, wenn ja, wir dann am Punkt grün. Sind. Wenn wir. Okay, wir fahren los. Okay, wir fahren los. Okay, und ab dafür. Und du hast Feuerfreigabe grün. Wenn du wen siehst. Melde Irfried auf unseren Weg. Beim ersten Kreuz anhalten, ne? Beim ersten Kreuz anhalten. Das wird die Hölle. Nein, das, ja. Das wird auch die Hölle, glaube ich. Das halte ich für die dümmste Variante ever. Was ist denn dieses lila Triple X da? Dieses scheiß keine Fahrzeug Ahnung. Reinfahren, das funktioniert selten. Soll ich nicht in der Schwerte, nicht mit Schwerte machen? Ja. So, raus. Springer ab. Abgesprungen. Okay, bitte alle Rundumsicherung. Sich
hier in Richtung 81 Grad, also 300. Okay, linke Seite, Tobi. Ich möchte dir mal zum ersten raus. Linke Seite. Okay. Achtung, werden beschossen. Tobi, da unten. Ich kann es euch näher holen. Ich kann ihn nicht rausholen, dass der fällt. Ich brauche einen solchen Hinterziehen. Bin getroppt! Der Panzer steht auch noch da rum. Aktuell habt ihr eher das Problem, dass da immer noch der blöde TR-100 steht. Thermalsicht. Thermalsicht for the win. Aber haltet die Position, halt versucht so lange wie möglich auszuhalten. Hannes? Jo. Ihr habt euch hier gerade eine Drohne aufgebaut oder steht die hier? Ja, das stand aber im Forum-Thema zu meiner Verteidigung. Genau, ja, in den Briefing habe ich nicht die Fahrzeuge reingeschrieben, aber im Forum-Thema stand die Ausrüstung. Hannes? Ja. Dann kannst du dir eventuell einen UAV-Terminal mitnehmen. Ich würde das gerne an Eichmann, also an meinen Gruppen. Oder nehmen, sonst, oder sonst ja. Mache ich das, dass ich da euch Licht gebe. Ich würde mich auch freiwillig. Es kommt drauf an, was du damit jetzt vorhast. Also wenn wir jetzt nochmal zu gucken, was dort los ist. Sonst mache ich das selbst, um da mal Klarheit reinzubringen. Aber es gibt auch zwei Drohnen, Dixie, ne? Ja, ja. Zwei, also. Wo ist Chris? Noch eine. Ja, was? Ich habe ja den Drohnen noch nicht gemacht. Los, komm, wir fahren wir hin. System? Jo? Also man kann ja auch zu zweit reinschauen. Ich spreche das mal kurz mit Dixie ab, damit er Bescheid weiß. Soll ich auch mitgehen? Erstmal jetzt weiter Richtung Standby und tastet euch dann langsam an die Stadt ran, ja? Okay, das machen wir. Ja. Und versucht Mike 2 zur Hilfe zu kommen. Und Trolli? Ich habe schon einen Plan ausgehängt. Du machst jetzt Richtung F1 da vor. Ach, da doch, wo du hin musst zu deinen Leuten. Ich hab jetzt eigentlich gedacht, dass ich Richtung M1 und 2 fahre, weil ich denen dann auch unterstützen gebe. Und ja, weil deine Leute dahin sind. Mach genau, Vater da okay, gemeinsam. Mike 1 ist ab, ja. Dann lass doch Mike Ausführ. 1 zu F1 fahren. Mike 1? Hallo? Mike 1, bitte bei mir sammeln. Bitte am ersten Überwacht den Fahrzeug. Hier, ne? Also lass den Fahrer ruhig sein. Genau, das sind 2, 4, 5. Hier fehlt einer. Du kannst mit einem Kandidaten. Da ist okay, wir rücken jetzt erstmal wieder zur Standby-Position zu Fuß vor. Ja, das geht durch. Okay. Fuß ist Standby? Ja, das ist Standby. Okay, alles verstanden? Super. Okay, dann bitte ab die Durchführung. In Reihe bitte. Also die kommen durchaus. Jeder weiß, was deine Nummer? Jawohl. Tobi. Okay. Sehr gut. 5 läuft. 6 ist auch da. Positiv, ist hinter mir. Ist da vorne was explodiert? Klang so, ne? Ne, das war ein Blitz. Ist der nächste Strider, der explodiert ist? Das wundert mich nicht, die waren zur selben Position. Doch, da hinten ist gerade ein Panzer explodiert, glaube ich, weil da hinten Rauch aufsteigt. Vor der Stadt. Danke, dass du das eingebaut hast. Danke dir. Ja, damit der verlernt sich, passt schon nicht auf einen. Jupp, es brennt da hinten. Weil du, ich warte hier nach. Da vorne geht's ziemlich ab. Johannes, wo geht's hin? Ich glaube, FD-100 brennt, glaube ich. Weil da hinten was brennt. Könnte auch die hohe Pizze sein. Wir rücken jetzt erstmal zu gegebener Position fort und dann müssen wir weiter gucken. OPZ für Mike 1? Haben noch eine Explosion in der Stadt vernommen? Könnte der T100 sein, können aber aktuell nicht bestätigen. Kann jemand anders bestätigen kommen? Hannes, lass uns mal ab hier ducken. Wir werden beschossen. Werden wir beschossen? Ja, die kamen so ein bisschen in unsere Richtung. Es kann aber auch sein, dass die hier in der Nähe schießen, aber ich würde mal duck gehen ab hier. Okay, dann gehen wir aber hier erstmal zur Mauer.
Und ich muss auch kurz Pause machen, weil ich kipp sonst gleich um. Ja, ist okay, wir machen jetzt hier erstmal ran. Feuer ist grün, ne? Okay, das Fahrzeug, was explodiert, ist ein Ifrit. Bei der Ifrit-Bewegung. Mike 1 kann die Bestätigung geben, dass ein Ifrit zerstört ist. Panzer ist allerdings nicht zerstört. Kommen. Wieder Kontakt auf der Straße. Befreundet, der Ifrit ist bei 2 Grad von unserer Brust, naja, bei 358. Mike 1 hier, aktuell können wir die Position nicht einsehen. Kommen. Hannes, befreundet, der Ifrit ist direkt bei 359 Grad von meiner Brust. Ja, genau. Hab auch gesehen. Den nicht unter Beschuss nehmen. Zivilist auf 345 Grad, nicht da einschießen. Weiterer Zivilist bei 2 Grad. Hat sonst jemand irgendwas in Sicht? Negativ. Nur Zivilisten, 2 Stück. Okay, dann... Bei dem kaputten Ifrit fährt der T-100. Oh, da ist der T-100, ja. Ja, bei dem kaputten, Kannst du den... Kann jemand die Entfernung messen, bitte? War schon wieder in Bewegung. Ja. Auf Bewegung lohnt sich eh nicht auf zu schießen. War ungefähr 660 Meter entfernt. Ja, ist nicht beschieden. Ja, 600 Meter. Bis zum brennenden Ifrit. Achtung, Zivilisten nochmal erneut, aufpassen. Ja, da hinten, da hinten ist Infanterie. Ne? Infanterie bei auf 16 Grad. 0 Grad. Ist das Freund oder Feind? Kann das jemand bestätigen? Ne. 0 Grad, warte. Ja, das sind Freund. Negativ, Feind. Oder? Freund. Auf 1 Grad hinter der Mauer ist der T-100. Ja, hab auch nicht, aber Empfang ist zu weit. Ja, eindeutig gegnerische Einheiten. Das war auch gegnerische Einheit, ne? Hinter den Zivilisten gerade in der Straße da hinten. Johannes, ich hab einen Sniper im Feindlichen. Auf 7 Grad hinten auf dem Berg. Auf 7 Grad könnte auch Adler sein. Negativ, das sind eindeutig CSAP. Okay, aber können wir nicht unter Beschuss nehmen, ist zu weit weg. Definitiv sieht aber ja, nicht nach Sniper Meter. Aus. Sind auch über 800 Meter. Kilometer entfernt, Sir. Ja, wir halten jetzt noch 80 Sekunden. Moment. Wir halten jetzt noch 30 Sekunden Stellung und danach versuchen wir nochmal fortzurücken. Infanterie auf 339 Grad, könnte auf uns sich zu bewegen, ist gerade hinter dem Busch verschwunden. 339, wie viel? 339. Etwa bei den Steinen dort, das ist weg, 256 Meter entfernt. Ist jetzt hinter den komischen Stein, den kleinen. Wie viele? Einen habe ich nur gesehen. Einer, okay. Aber war auch nicht ganz identifiziert, hätte auch ein Zivilist sein können, der sah aber irgendwie bewaffnet aus. Aber ich weiß es nicht. Soll mich nicht drauf festnageln. Bestätige Zivil, mehrere Infanteristen. Mindestens 2 habe ich gerade gesehen hinter dem Busch bei 341 Grad. Entfernung ungefähr 624 Meter. Sind jetzt nach rechts in Richtung 350 Grad gelaufen. Aber müssten noch so ungefähr bei 300. Könnte auch wieder 25 Grad noch ein Verband von locker 5 Leuten. Aber noch weiter entfernt, mindestens 600 Meter, 800 Meter. Mike 1 verstanden. Okay, wir rücken jetzt eins weiter vor. Seht ihr den Buschverband? Oder könnte das ein bisschen groß sein? So eine Scheiße. Ich hab keine Lust mehr. Ich bin jetzt zum dritten Mal schon. Treuboy, bitte Ruhe halten, du bist ohne Hardcore Radio unterwegs. Vorgehen tun jetzt bitte die 6 und die 1. Okay. Auf dem Busch bei 351. Da ist nicht genug Platz für uns alle. Die 3 und die 1 werden da jetzt hinspringen. Wir geben Deckungsfeuer, falls es notwendig sein sollte.
Ja, 6 und 1. Ist gerade 6 und 1. Ja, gerade eben war es 3 und 1. Nee, die 6 und die 1 hat er gesagt. 6 und 1. 6 und 1. Punkt 2 noch, also ich und 2. Feind, spring. Okay, Sprung auf. Ich hab drauf gewartet, er ist los gerade. Ja. Kann ich? Renn los. Ja, okay. Fängt jetzt wieder an. Da werden wir mit Niklas auch nochmal sprechen müssen. In der Videoanalyse kann man die Fehler gut sehen. Angekommen. Feindliche Einheit bei 359 Grad, Hannes. Definitiv feindliche Einheit. Negativ. 359, 530 Meter entfernt, liegt jetzt. Okay, dann Beschuss aufnehmen. Einzel, 6 bitte auf Warteposition. Lebt noch. Ja. Ja, auch nicht. Na, wisch mal nicht. Ja, wisch mal nicht. Okay, Michael, versuch mal. Er ist tot. Ich glaub, der ist gefangen. Okay. Okay, dann rücken jetzt bitte. Michael bleibt hier. Und ich und Tobi rücken jetzt nach zu den anderen beiden. Tobi, verstanden? Jo. Okay, Sprung in 3, 2, 1 und go. Hallo Michel, jetzt sind wir hier alleine. Lass uns einfach zurückziehen. Jawohl! Der ist halt hier. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Wir machen das jetzt. Taking fire! Ja, okay, wir sind ja schon dort, wir müssen wieder weggehen. Verdammt! Ich hab Beschuss, aber ich weiß nicht von wo. Oh. Holy shit. Okay, sind unter Beschuss geraten. Habt ihr wen in Sicht? Negativ. Negativ. Habt ihr wenigstens gesehen, wo die Schüsse kamen? Positiv, ich bekämpfe. Bleib halt so stehen, wenn ich dich abschießen will. Ja. Feind ist jetzt nicht mehr in Sicht, ist nicht bekämpft. Okay, wie war die Gradanzahl? Von unserer Position aus 11 Grad. Alles klar, danke. Hast du bessere Augen als ich? Ja, ich hab ihn nur schnell hinterm Busch gesehen und dann ist er die Böschung runtergerannt. Da ist er wieder! Rennt aber hinter die Mauer, ist wieder weg. Da kommt er wieder, rechts ein Stück, aber auch wieder im Busch. Ich konnte aber nicht treffen, hätte ich jetzt nicht erwischt. Ja, aber. Ich glaube, im Debriefing wird der Schwierigkeitsgrad der Karte bestimmt angemeckert. Nö. Unser Plan war halt nur ziemlich dämlich. Wie gesagt, ich hab ja den 2500 noch gesehen. Auf Warteposition. Wenn ihr wen beschießen könnt, beschießt. Verstanden. Ich hab den T100 ja schon gesehen und dann hab ich noch schnell gemeldet und dann war es auch schon bumm. Ja! Ich hab nur kurz Rauch gesehen und dann wollte ich gerade Rauchgranate werfen, um den einzuholen und explodiert einfach unser Fahrzeug. Ich kann nicht schießen, kannst du vergessen, ich treffe den von hier naja, aus. Ja, naja, es ist ja nur Unterdrückungsfeuer gerade. Da hat sich jetzt schön hinter einer Mauer verzogen. Kann er unsere Leute auch nicht sehen. Also hast du jetzt auch die Hannes-KI reingehauen, oder was? Naja, das ist eine Server-Einstellung, das mache ich nicht. Das wird dann Server manuell nochmal gesteuert. KI, die er gemacht hat. Da habe ich keinen Einfluss drauf als Mapper, leider. Also ich weiß nicht, dass der Einsatz ist, aber ich weiß nicht, wie die KI da drin ist. Platner? Ich übernehme. Oh, die schießt schon die ersten Teile. Schuss aufgebaut. Achtung, bei 0 Grad genau, da ist einer an der Mauer. Hier werden unsere Leute im Visier. Achtung, Zivilist. Der läuft mächtig um. T100! Duck dich! T100 hat uns im Visier! Duck dich! Geh runter! Das krieg ich weg!
Okay, Köpfe runter. Ich habe einen Verlust. Michel ist getroffen. Okay, bitte Deckung hinter der Mauer halten. Verdammt, falsch geworfen. Ich rauche mich ein, damit ich Michel wenigstens eine Tourniquet umlegen kann und helfen kann. Okay, bitte weiter verarzten. Wir versuchen, so gut wie möglich Beschuss aufzunehmen. Kannst du aktuell die Position des TN-100 definieren? Müsste bei 0 Grad gewesen sein. Okay, so verstanden. Michel, dich krieg ich. Ich hab dir erst ein Medikit gegeben. Verdammt, ich wollte dich daraus verbinden, aber du hast Tourniquet. Alles ist gut. Halt durch! Hoffe nur, die Rauchgranate hält so lange. Michel hat ziemlich schwer erwischt. Braucht noch 2 bis 3 Minuten. Scheiß X-Med buggt, ich sehe nur, dass du dead bist, aber ich krieg dich hin. Michel! Runter, 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 TN, runter! Wie geht's über die Deckung? Achtung, Fahrzeug bewegt sich genau, wo ich zumache. Positiv! Michel ist aufgehoben! Der steht direkt hinter unserer Mauer! Wir können nicht hoch! Könnt ihr uns rausschießen? Bleib liegen, Michel! Bist du noch verletzt? Mein Freund ist orange und mein Blut ist rot. Ach du Scheiße, direkt neben uns! Infanterie ausstiegen! Hey, Fannes, komm, komm! Muss nachladen, hinlegen! Hast du? Okay. Seid ihr in Ordnung da hinten? Negativ, der Johannes ist down. Aber der lebt wieder. Wir haben 2 Infanteristen gekämpft. Wenn ihr einen Sunny braucht, wenn er Hannes, schaffst du es ohne Sunny, wenn er wieder lebt. Beobachte ihn gerade eben, der blutet ewig und war kurz wieder da. Wir müssen vor. Kann jemand von euch ihn wiederbeleben oder braucht ihr mich vorne? Der Johannes ist tot, ich brauche noch eine zur Verstärkung hier. Irgendwann ja, okay, Soldaten. Wir müssen vor. Gut. Wir springen zu euch. Pass auf, links könnten noch Feinde sein. Wir springen. Links ist Feind! Er ist tot, weiter. Feind vor uns direkt. Ist das Freund hier? Freund, wo ist Hannes? Wo ist Hannes? Vorne. Ja, ich übernehme. Deckt, ich übernehme. Panzer bekämpft. Ja. Wollt ihr Lungenmassage machen? Macht gar keiner mehr was. Das habt ihr ihnen schon gegeben. Sagt mir, was ihr ihnen schon gegeben habt. Ich hab gar nichts. Bloß Bande. Ihr habt noch nur Bandagen, noch nichts anderes. Gut. Genau. Ich kümmere mich drum. Wir uns unsere Position ein bisschen ein. Hat ganz kurz was selber gemacht, aber das weiß ich nicht. Hannes, halt durch, komm, ich hol dich, keine Sorge. Gib mir Deckung, ich brauche auf jeden Fall Schuss. Ich kümmere mich um Hannes. Es hat ihn noch keiner Morphin gegeben. Wichtig, hat ihn noch keiner Morphin gegeben. Gut. Bleibt ja schön, ich hole mir gerade Hannes. Was ist eigentlich mit TN 100? Bekämpft. Bitte macht niemand was, kümmert euch nur darum. Kümmert euch nur um das Verteidigen, ich kümmere mich um Hannes. Ich glaube, der Michel wurde selber schon getroffen. Ne, Michel lebt noch. Oh, Granaten. Okay, Hannes, ich weiß, was los ist. Dich kriege ich, keine Sorge.
Du stoppst mir nicht weg. Bitte macht niemand, also für mein Fahrzeug nur selber gut. Am besten nicht über die Büschung gehen, zumindest nicht. Soll dir gleich einer für die anderen Punkten oder so? Achtung Leute, passt auf! Vor rechts, glaube ich. Hannes! Oh, oh, ich bin wieder da. Was hast du noch? Unsicherung aufbauen, Grenadier, bitte Fahrzeugbeschuss. Warte, ich kümmere mich, dass du das hast. Fahrzeug ist bekämpft, aber Besatzung ist ja noch da, bitte schau mal die Granate rein. Welches Fahrzeug ja. denn? Ja. Den haben wir besiegt, die Besatzung haben wir gekillt, Die haben wir gekillt. Ja, aber Hannes, bleib liegen, Hannes. Das heißt, der ist aber noch da. Also der ist noch da, ja. aber noch nicht komplett tot. Also wir können uns gerne reinsetzen. Aber du weißt nee, ja. Nee, wir fangen den jetzt mit dem Dingsdruck zur Freigabe ein. OBZ also wir haben noch, wir haben noch starken Beschuss von der Stadt aus gehabt, ne? Ja, da kommt gerade einer auf uns zu. Der hat den TN-100 bekämpft, der ist aus dem Nordosten gefahren. Der hat nur ausgeschickt. Haben wir noch einen Beschuss aus der Stadt? Kommen. Du bist wieder fit. Okay, einer weniger. Hannes, du bist wieder voll fit, du kannst wieder. Ich bleib in Deckung. Okay, so verstanden. Allerdings, wie gesagt, es ist noch starker Beschuss aus der Stadt, also wir können nicht sicherstellen, dass OBZ nicht getroffen wird. Kommen. Ich glaube, OBZ ist gerade schon ein bisschen weiter an uns vorbeigefahren. Ja, Hannes, wir müssen den Panzer so schnell wie möglich verbringen, weil die Leute bewegen sich auf uns. Nee, Klaas, Ruhe! Das wurde gerade gefunkt. Das Thema. Konzentration, Leute. Ich bleib in Deckung, Hannes, ne? Okay, Position wird auf Karte markiert. Kann das bitte mal wer übernehmen? Bitte mal einer Position auf der Karte markieren. Mach ich. Ist mit Akt. Nee, ist falsch. Moment. Nee. Da. Position ist mit AKT auf Karte markiert. Okay, so verstanden. Wir werden versuchen, Deckungsfeuer zu geben. Okay, bitte ein bisschen Deckungsfeuer geben. Okay. Falls ihr denkt, da sind welche, dann erstmal reinhalten. Wie sind die anderen Trupps? Leben die noch? Die anderen Trupps sind, glaube ich, alle nicht davon. Sind gefallen. Sind alle gefallen. Wir sind der Elite-Squad, der überlebt. Huah! Nachdem wir schon einmal erdrückt haben. Das war aber nicht unsere Schuld. Folgen T100 jetzt sprengen, oder ne? Nee, warte noch. Ihr seid jetzt bitte das anschauen und danach gucken wir. Habt ihr mein blödes Quad nicht an euch vorbei rasen sehen? Doch, das ich hab nur so einen Kopf gesehen, der durch die Büsche geheizt ist. Ja. Okay, ja, da hinten steht der 100, ne? Da hat jetzt keiner geprüft, ob wir noch einsteigen können, aber... Ja, also Besatzung ist auf alle Fälle bekämpft. Besatzung ja, und ich hab drei Schüsse draufgejagt, Hans. Das sollte eigentlich... Das weiß der Dieter nicht, und aber... ist auf jeden Fall beschädigt. Fähig sein, ja. Einen Moment, ich geh mir das mal kurz angucken. Wir haben noch... So, soll ich Dixie decken? Wenn er macht, die Schützen. Nee, weil er nicht alleine nein, wegen fällt. Wir müssen mich nicht decken auf die Distanz. Gut. Schießt die KI relativ schnell. Und bam. Nee. Eine goldene Edge. Ich mal sehen würde, wo die Kugeln einschlagen, dann wäre das auch einfacher irgendwie. Hab ich die Map zu schwer gemacht? Nö. Wir haben uns nur ein bisschen blöd angestellt, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt. Generell wäre das besser gelaufen, wäre es ein bisschen schneller gegangen. Hätte ich nicht gedacht, dass die da doch so lange dauert. In der kaputten Garage. Wir haben genug Feinde, oder nicht? Ja, dann will ich mich mit dem paar Durchgaben haben. Ich hab schon Feinde im Bild. Krieg ich nochmal beim Wegdönen, dass mir das so anzeigt? Sieht eine Drohne? Achso, da, okay. Bin hinter dem Fahrzeug, Sanitäter ist da. Jeder wurde schon verstanden. So verstanden. Wenn er hinterher ein bisschen flirt. Hallo, einer rückt sich noch ganz langsam, bitte schnell auf. Wir sind verletzt. Martin, bist du verletzt? Nein, alles gut. Oh, wer verletzt? Wer ist alle? Ja, sind alle in Ordnung? Martin, ich bin verletzt. Achso, du bist verletzt, ich hab verstanden. Sorry, ich hab ich halt schon. Ich kümmere mich um dich. Suche, was du hast. Bandagiere. Eins. Zwei.
3 4 5 6 Sehr gut. Du bist wieder fit, Hannes. Keine Ahnung. OBZ-Punkt. Feuerfreigabe! Grün weiterhin! Feuer! Ich brauche mir nicht mehr sicher! Gut! Ich entschuldige, wir wurden nur gerade sehr hart bedrängt. Dani, ich bräuchte noch ein Flugpaket. Komme, wo bist du? Ihr habt. Schau mal, mich drum. Ja, clear! Ziemlich genau Richtung Nordost. Da sind mehrere Feindeinheiten in einer Kuhle drin. Die kommen da immer wieder raus, das heißt, die sind quasi aktuell genau im Feuerradius von denen. Ich hab jetzt einmal ein bisschen unterdrückt, aber mehr wollte ich jetzt nicht machen, weil ich nicht weiß, was Missionsbauer davon hält. Was? Sagt Missionsbauer davon? Macht sie platt? Okay, dann mach ich weiter. Under fire! Ich krieg hier irgendwoher noch Beschuss. Ja, aus der Stadt kommt. Ich verstehe nix! Mich lade ich eigentlich gerade gecheckt, warte, ich guck nochmal. Ja, ich hab gerade schon wieder abgeklickt. Achso. Kümmere mich um dich. Ich hab große Magneten. Du brauchst eigentlich schon wieder Blut, aber ich hab nicht mehr so viele Pakete. Ich würde es gerne nochmal wappen. Ja, ja. Wenn es nicht allzu schlimm ist, lass es einfach. Wir haben immer noch aus Nordost 3, 4, 3. Du bist wieder fit. Ja. Mal denn. Ja. Ich hab dir da ein Blutpaket noch auf den Boden gelegt. Vielen Dank. Das ist unsere Kanone hier. Wir gehörten der Panzer. Ah, die Rambo-Kompanie! Damn it. Achtung, wir haben... Contact! Man! Taking fire! Sunny! Wo? Ich bin hier beim Strider, hier beim Strider, zu mir. Sanitätsposten hier beim Strider. Ich kümmere mich bei den Leuten am Strider. Hier, komm, Custer. Warte, bleib stehen. Du blutest? Okay, bleib liegen, das schaffst du. Sonst da jemand von der... Seid ihr verwundet oder was? Ich kümmere mich um dich. Verbände beim TN-100, wir haben uns ungefähr 3-4-3-4-3-4-5... Bleib stehen. Ich hoffe, das wird wieder. Achtung, wir haben beschossen. Ich blute wieder. Das hat es. Hört auf, ich... Nicht alle beide verbinden, das kommt zum Chaos, Leute! Hört auf! Der ist dann nur der Sanitäter. Das ist unnötiges Sani-Material, was wir versorgen. Ich kümmere mich um dich. Ich kann gerade nicht! Warte! Ja, ich weiß, danke. Wo ist die 3? Du hast noch Schmerzen. Bitte? Mir geht's gut. Okay. Oh, noch 32 Sekunden, Tobi. Ein bisschen brauchst du noch. Du hast eine richtig dicke Morphin-Überdosis gekriegt. Ich muss aber, du hast immer noch Schmerzen. Ich hab ne mega Morphin-Überdosis jetzt. Ja, ich hab, du hattest immer noch Schmerzen, wirklich, ohne Scheiß, ich mein's ernst. Future. Ja, hast du jetzt tatsächlich, das lag aber wahrscheinlich auch schlecht Schmerzen. Warte kurz, das ist gleich wieder weg. Okay. Tobi hat nur noch Morphin-Überdosis, musste aber sein, weil er dauerhaft Schmerzen hatte, sorry. Oh Gott. Bleib doch mal in Deckung, Tobi. Das geht ja gleich weg. Ja. Immer noch Feindverbände. Ja, Richtung. Ja, aber zu groß entfernt. 3, 3, 5, 0.
an dem Haus, jetzt hinter den Startplatten verschwunden. Bei 0 Grad an dem Michel! Rider. Ja? Übernimmst du meine Position hier? Damit ich nicht hier rausdecken muss. Als Sunny. Achtung, die Blitz. Bleiben kann, danke. Hier bei Richtung hier, das ist andere Richtung, so ein bisschen träg. Achtung, Zivilist wieder. Die nähern sich unserer Position, Zivilisten. Bringen sich bei uns scheinbar in Sicherheit. Ob das jetzt die sichere Position bei uns ist, mag ich mal zu bezweifeln, aber... jemanden. 31 Grad, hab nicht erwischt, nicht bekämpft. Meint, hab ich nicht bekämpft. Ein Feind mindestens. Bleib in Deckung. Lege Magazine kurz zusammen, weil ich bleibe in Deckung als Sunny. Ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Immer noch nicht verstanden, immer noch kein Verstand. Okay, selbst durch Funk, ich habe nochmal lauter gestellt, sag nochmal. Achso, okay. Ich höre die Führung. Alle Richtung gedeckt halten. Rulli, stell dich mal nicht so offen hin dort, bitte. Alle okay? Bin getroffen! Bin auch getroffen! Legt euch bitte selbst Bandagen an, ich kann gerade nicht! Ich bin getroffen, schwer! Er hat mit Granaten geworfen! Aufpassen, jemand bitte selbst! Rückzug! Ebenfalls! Alle verwundet, bitte versucht euch selbst Bandagen anzulegen, beziehungsweise ich komme gleich nach und nach zu euch! So, Tobi, wer blutet hier noch? Ich? Bleib liegen, bleib liegen! Ich hab dich leider. Hab dich, glaube ich, gestoppt, schau mal. Ja, gestoppt. Gut, warte, du brauchst. Nee, so, okay. Du hast einen leichten Schmerz, ich geb dir jetzt erstmal nix. Michel ist gefallen, ich kümmere mich um Michel! Ich kümmere mich um. Alex, ich nehme rein. Leg Bandagen an.
Wir brauchen nur Nick Bandagen an, ich kümmere mich um den Medikit. Bitte jetzt nicht zu dritt, Leute, nicht zu dritt! Nur zwei. Ja, verstehe, Digga. Gut, ich übernehme ab hier. Deckt weiter. Ich überprüfe noch einmal. Okay, ist noch leicht verletzt, hat Schmerzen. Ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum. Bei 1, bitte, wir ziehen uns jetzt langsam zurück. Negativ, muss mich nicht heilen. Okay, ich bin wieder bei Bewusstsein. Warte. Du brauchst ein Blutpaket. Braucht jemand noch einen Medic? Warte, du kriegst noch ein Blutpaket, du bist nämlich nicht ganz gut. Von Mike 2 oder Mike 1? Mike 2? Mike 1 bin ich. Ich guck mal kurz durch. Ist Damned. Damned? Ja. Damned von Icon, bitte komm. Ja, ich... Michel, jetzt bist du halb fit, nicht komplett, aber du bist so wieder abzugsbereit. Okay. Hannes, bin wieder bereit. Okay, dann ziehen wir uns jetzt... Oh, nein, Küsse aus 3, 2, 4! Ich höre mich drum! 3, 2, 4, MG-Feuer! 3, 2, 4! Tobi ist umgefallen, zu spät! Feuer wieder! Deckung, ich höre mich um Tobi! Ist möglich, Position 1 auch! Bin getroffen, bin getroffen! Ja, bravo! Ich bin getroffen! Ich schieße noch ein paar Granaten in die Ich defibrillieren, der ist leicht verletzt. Okay. Rauchgranate. Auf und drauf. Wie lange brauchst du noch, Martin? Martin liegt dort, neben Costa. Martin, ist auch getroffen worden. Der ist auch getroffen, bitte den MFA arzten. Wer ist noch hier, der kann? Ich kann. Ja, dann mach du. Aber keinen Sitzkontakt und leg ich in Fallbewegung. MG lädt nach. Ist hier Mike 1 vollständig? Wo ist Nika? Ich bin da, ich verabschiede. Was ist denn mit dem Panzer? Ist er tot? Jim. Der Panzer steht noch. Ja, aber der macht nichts mehr. Wer ist denn den Panzer? Dick liegt oben, also OPZ. Punkt, okay. Und dann mit dem Fahrzeug nochmal neu Medic, nein. Okay. Leb wieder, danke. Vogelgrippe ist Medic und PCS, glaube ich. Jo. Okay, gut. Brauchst du noch Medic zu? Ich hab noch einiges eingesteckt. Ich übernehme. Ich übernehme. Danke, Trudi. Können wir das Medic Repair vielleicht sperren? Nee, gar nichts mehr. Jetzt nichts mehr. Medic Repair reicht noch. Was willst du für Repair machen? Kostet aber auch noch Medic. Nein. Was? Gar nichts mehr, glaube ich. Kette und Engine, kriegen wir das hin? Ja, aber wir haben kein Toolkit dabei. Als Achso. Ich bin vorhin hin, da stand ihr braucht ein Toolkit. Ich mich um mich, passt. Willst du ein paar Medikits haben? Okay. Hast du ein Blutpaket? Ja, zwei. Leg mir die mal auf den Boden, das ist mir wichtiger. Ja. Wie sieht mein Medikit-Status aus? Nur zwei. MG Mike 1 hat noch ca. 500 Schuss. Okay, ich hab gar keine Medikits. Ich hab noch kein Medikits. Danke. Wir stoßen dann nochmal neu zu euch vor, Mike 2. Ich hab gesprochen mit OPZ. Okay, Mike 1, bitte, wir rücken ab. Yes, Sir. Gedeckt? Ja. Kann der noch ein G613 Muni geben? Ja, wir rüsten uns nochmal neu auf, weil mir fehlt auch übelst viel Medizin und Swati wird auch genug verbraucht haben. Ich hab noch, es passt noch. Aber ich hab auch langsam mal ein bisschen gedacht. Ich hab noch 11 Magazine übrig für G613. Ich hab auch noch 12. Aber hat bei jemand ganz schön viel rumgeschossen. Ja, hat ja auch viel. Muss ich besser zielen. Hattest du vielleicht die andere Richtung, aber ich glaube, ich bin jetzt weiter. Eigentlich Panic. Feindliche Hase auf! Feindliche Hase hat sich verzogen. Und Michi, wenn ich funke, dann ist es halt schwierig, wenn du dann noch betroffen laberst. So, dann hier fahrt doch halt ein bisschen weiter hinten sogar noch. Ein bisschen weiter zurückfahren. Halb die deckte Stellung. Soll die Kiste stehen bleiben, drin bleiben erstmal? Warte, jetzt mich mit OPZ kurz absprechen. Dixie? Musst du, glaube ich, funken. Den Panzer hört er dich, glaube ich, nicht. Ja, warte mal, der vorne ist ein Striker. Oder ein Zweiter. Ist das unserer? Unbewaffnet.
Wie fahren die denn? Ja, das ist kein Wunder, dass wir hier nur ein Fahrzeug haben. Hallo? Also mit den zwei. Jetzt habe ich übelst die Performance-Probleme gerade. Ja, das, da kannst du, das ist eine freie Hand. Nur nicht, dass wir halt quer durch die Stadt cruisen, das wollte ich halt vermeiden. Nee, Dixie, wenn du mich, Dixie, den Bug, den du hattest, falls du mich hörst, den hatte ich auch. Deswegen musste ich auch disconnecten. Ja, ich komm nicht drauf, Martin. Ich habe gerade einen Blackscreen, quasi nur diesen Ladebalken. Okay, da musst du nochmal Escape drücken, das ging bei mir auch beim zweiten Mal. Ich weiß nicht warum. Das ist. Ich habe auch seit dem Armor-Update habe ich übelst die instabilen. Also das stürzt Armor bei mir öfter ab. Seit diesem kleinen Bugfix. Eigentlich, ja gut. Guter Bugfix halt, ne? Ein Bugfix halt, ne? Ja. Bei Bohemia. Bugfix. Sorry. Aber da kann ich als Mapbauer nicht viel machen, sorry, Dixie. Ja, der Map ist schuld. Ja, war klar, hatte ich ein bisschen, danke. Also am Server habe ich heute noch nichts von meckern hören. Allerdings musste mit Deutsch schon viel gefixt werden. Na, wie soll das heißt viel gefixt werden? Ich habe halt am Anfang, was habe ich denn hingemacht? Nö, eigentlich nicht, nur doch die Drohne, weil das wusste ich nicht, dass die so nicht zu steuern geht. Das muss. Ja, die Map auch. Ich hasse euch alle. Weißt du, da musst du immer nur so ein bisschen Doppelklick machen, deine Einheit auswählen, ein bisschen was hinsetzen, aber naja. Geht man nicht drüber. You're bad. Da, Michi. Vielen Dank. Du siehst halt Martin BR mit so einer Heizschlagader aus Faustgröße. Ja, also, weißt du, dann siehst du so mich, wie ich so da sitze und dann der Single Fuck muss gewinnen. Ja, so. Hallo. Ja, wenn Martin nicht die Gerechte hätte, ne? Ja, Martin sagt doch gar nicht mehr. Martin hat nur mit Tüten. Hä? Hey, warum auch? Ja, Martin weiß ja, wie es meint, so wie ich sage. Nein! Ja, genau! Haben wir Lukas verloren? Nein, Lukas sitzt neben mir, oder? Lukas? Lukas, nein, das bin ich. Quatsch sitzt. So. Guck mal. Ich kann ja auch raus. Wenn du mich nicht hier drin haben willst, kann ich ja aussteigen. Dass er uns hinterherfahren sollte. Du weißt nicht, oder? Mhm. Gut. Du weißt noch mit der Mädchen kommen. Okay, wir fahren den Weg bitte nochmal zurück, ja. Und sammeln Schüler ein. Inwiefern zurück? Ich bin irgendwie durch die Pampa gefahren. Eine militärische Brieftaube ist abzuschicken. Lukas? Nee, aber jetzt bin ich einfach irgendwie durch die Pampa gefahren. Einfach mal. Ja, fährst du halt durch die Pampa wieder zurück. Ist das jetzt nicht? Stopp! Hörst du noch? Ja, da ist Douglas! Lukas? Lukas, bitte komm! Martin, das du nebenbei die Fettbämme. Lukas, bitte weiter folgen. Komm, nicht los, du mich, bin ich auf dem Käfung. Bei mir auch nicht. Bei mir schon. Der trollt uns, was? Ach, du bist ein Bau. Weißt du, wer uns trollt? Trollboy? Nee, Michel. Naja, das sowieso. Der hat mich schon Moment, so oft wegen der Map kritisiert. Wieso soll ich trollen? Ich bin ehrlich. Hallo? Sind wir auf Standby, Mike 1? Nein, ich guck kurz auf der Karte, wo wir genau sind. Okay, hier sind wir, okay. Haben wir Lukas noch dabei? Der muss echt hinter uns sein. Verifiziere das mal. Ja. Ja, wer ist noch da? Kannst du nicht als Kommandant rauszoomen? Nee, ich bin also, mal eine Zwischeninfo von mir. Ich komme nicht mehr drauf. Was? Raptor hat jetzt auch die Verbindung verloren. Ja, was kommt Raptor, bei Raptor ist gerade auch was. Was kommt da für eine Meldung? Also gar nichts. Ich habe nur den schwarzen Balken. Da dieses. User joined your channel. Weiß der Teufel was. Aber ich konnte ja auch nicht. In Theorie nennt man das natürliche Auslesen. Ja. Wollen wir da vielleicht jetzt abbrechen und Nachbesprechung machen? Weil wir sind eh schon 3-4 Minuten drüber. Also ich würde jetzt noch schnell den Versorgungsoffizier töten und dann. Ja. Okay, ist dann eh Schluss. Ja, das können wir auch machen. Wenn das für dich okay ist. Und Raptor. Und allen. Und Niklas und so. Niklas ist doch wieder drauf, oder? Nö. Doch, aber Niklas ist wieder drauf. Leider zu weit weg. Ganz schlecht. Wird der gerade gefunkt? Ja. Ja. Also schlechtes Mikro und dann auch noch schlechte Funke, das geht gar nicht. Das liegt aber, weil wir zu weit aus entfernt sind, Hannes. Ja, ja, und an hey, dem 6-Euro-Mikro. Das ist doch nicht. Ich hab schon besseres 6-Euro-Mikro gehört.
Wir sind jetzt System sagt auch gerade. Ach du Scheiße! Ich bin voraus! Ja, schießen! System schreibt auch gerade Cut und zweiter Teil draus. Dann lass er den noch unter Beschuss nehmen. Bis sie zurück, wir sind ja nur 3 Meter vor. Soll ich mit dem Anzeigen drauf schießen? Nein, Iflit, Besatzung ist intern bekämpft worden. Ah, okay. Ja gut, dann, also können wir halt auch machen. Bin ich. Die Leute sagen, dass wir cutten sollen, dann beende ich die Mission. Ja. Ist das jetzt als verloren oder? Also ich glaube, dass Mike 1 hier die Dominanz aus dem heißen Feuer geholt hat. Dominanz! Ist das jetzt hier verloren oder ja, ne? Nein, Grüppchen, es ist nicht verloren. Dann ist das nur ein Cut. Dann ist das eine Mission complete, okay. Grüppchen finde ich gut. Ja. Ja. Ich meinte, der muss das Ende gleich machen. Nein, war der falsch, Achtung. Da kannst du hier nicht die Mission abgeschlossen. Das ist alles so ein ja, irgendwie ein paar Sekunden muss ich ihm geben, es geht anders nicht. Ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht so krass mit dem Zeug drauf. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, es war eine actiongeladene Mission, die wir dann leider aufgrund von Arma-Problemen beenden mussten. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Und auf jeden Fall sehen wir uns zum nächsten Missionsmitschnitt wieder. Das wird vermutlich erstmal eine Insurgency-Map, weil es momentan zu Arma-Bugs kam und wir wenig aufnehmen konnten durch die ganzen Tod-Patches von Arma 3. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Und ja, bis bald, euer Martin. Tschüss.